Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um die eSnare, einem Snare-Synthesizer. Welche Einstellungen ihr da vornehmen könnt und wie ihr das benutzen könnt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier die eSnare schon am Start und das ist wieder ein ganz normales Bitwig-Device, also ein Instrument. Das ist aufgebaut mit einem Ein-Ausschalter. Hier kann ich die Presets öffnen für die eSnare. Der Name der eSnare. Hier unten links kann ich die Fernsteuerung öffnen, die mit verschiedenen Knöpfen hier assoziiert sind. Und ganz unten kann ich wieder die Modulatorenleiste auf- und zuklappen, beziehungsweise hier Modulationen oder Modulatoren hinzufügen. Dann ist die eSnare aufgebaut, dass ich zwei Oszillatoren hier habe, ein Mixfeld hier, um die Oszillatoren zu mischen, wie so ein Drive-Edge-Schalter. Dann habe ich ein Noise. Eine Noise-Sektion, die kann ich hier hinzu und wieder hinweg mischen. Dann einen Filter hier und abschließend gibt es die globalen Parameter wie Anschlaglautstärke und Lautstärke, die das Instrument von sich gibt. Aber gehen wir jetzt einfach mal so Schritt für Schritt hier durch. Die beiden Oszillatoren hier. Die beiden Oszillatoren bestimmen den Ton, den meine Snare von sich gibt. Und damit man das jetzt so ein bisschen genauer hört, ich habe jetzt auch mal so einen Clip am Start, werde ich jetzt hier unten im Mixfeld den Noise wegnehmen. Der Noise ist nichts anderes als das Snare-Fell, beziehungsweise der Snare-Teppich, nicht das Snare-Fell. Den nehme ich jetzt hier einfach mal komplett raus, sodass ich nur den Ton der Snare höre. So, und bei der Snare kann ich jetzt hier mit dem Tuning die entsprechende Tonhöhe einstellen und ich sehe unten in der Statusleiste hier, wenn ich hier dran rumdrehe, auch die entsprechende Note, die Herzzahlen werden mir da auch nochmal angezeigt. Und ich kann natürlich hier auch wieder eine entsprechende Tuning einstellen. Na, schon das Richtige eingeben. C2 zum Beispiel. Zu diesem Tuning, wenn ich jetzt nur den Oszillator 1 betrachte, muss ich auch den Mixer ganz rüber auf Oszillator 1 schalten. Kann ich hier natürlich auch nochmal die Decay einschalten oder verändern. Längeres Decay, vielleicht einen langen Ton, kürzeres Decay, vielleicht einen kürzeren Ton. So, und jetzt kann ich noch den Oszillator 2 einschalten. Nehme den mal zur Hälfte rein, ungefähr. Und der Oszillator 2 ist immer ein Offset, wie das hier auch steht, von dem Oszillator 1. Das heißt, er ist immer in Abhängigkeit mit dem Oszillator 1. Kann ich hier jetzt die entsprechende Tonhöhe einstellen. Machen wir einfach mal so. So, jetzt habe ich zwei Töne hier. Und bei dem Decay ist es das Gleiche. Ist auch immer in Abhängigkeit mit dem Oszillator 1. Kann ich den hier einfach noch kürzer einstellen. So haben beide Oszillatoren die gleiche Decay-Phase. Ich könnte jetzt hier länger machen. Ziehe einfach die Decay-Phase vom Oszillator 2 ein bisschen kürzer. Zum Beispiel. So, und jetzt kann ich den Noise noch reinbringen. Also den Snare-Teppich. Das ist der Teppich, dieses Metallteil, was unterhalb der Snare liegt. Angebracht ist quasi und da gespannt ist. Und hier kann ich jetzt auch wieder zum Beispiel die Attack-Zeit eingeben bis zu
31 Millisekunden. Und eben auch die Decay-Zeit des Snare-Teppichs verlängern. Dann klingt der Snare-Teppich so ein bisschen nach. Entsprechend kann ich bei dem Decay auch die Hüllkurve, das heißt, wie schnell oder wie langsam der Teppich aufhört zu klingen, nochmal entsprechend einstellen, also linear und exponentiell. Und bei dem Snare-Teppich, also bei der Noise, kann ich dann auch nochmal sagen, ob mir das jetzt im Stereo fällt oder wie jetzt hier im Mono fällt, nochmal hörbar ist. Danach geht das Ganze, das ist jetzt einfach mal so, danach geht das Ganze in einen Filter, und zwar in einen High-Cut und in einen Low-Cut-Filter. Und das heißt, ich kann von beiden Seiten, kann ich entsprechend zumachen, aufmachen. Und ich kann ja noch die Q, also die Filterresonanz, für beide gleichzeitig verändern. Wie das Ganze aussieht, habe ich mal hier in einen EQ kurz reingemalt. Das heißt, ich habe hier einen High-Cut und einen Low-Cut und entsprechend die Resonanzfilter, die ich hier gleich bei beiden gleich anheben oder absenken kann, wie ich das möchte. Das ist jetzt einfach nur zu Anschauungszwecken hier, habe ich das reingemacht. Und natürlich kann ich dann die Velocity noch verändern, also die Anschlaglautstärke. So habe ich gar keine Velocity und so habe ich volle Velocity und kann dann in verschiedenen Lautstärken die Snare spielen. Und zum Schluss habe ich natürlich noch die Lautstärke, den Output, das, was aus dem Device rauskommt. So, ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen ein etwas tiefgreifenden Überblick über die eSnare geben. Die hat dann doch relativ viele Einstellungsmöglichkeiten und ist auch sehr nah an einer echten Snare dran, wenn man sich mal so Tutorials anschaut darüber, wie man eine Snare stimmt, kann man mit dem Synthesizer, mit dem Snare-Synthesizer hier eine ganze, ganze Menge machen. Und ja, wenn ihr das Video mochtet, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht eh schon hattet. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ja, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.